Moin Moin und willkommen zurück zu einem weiteren neuen Spiel auf meinem Kanal, Yoko's Island Express. Ein Jump'n'Run der anderen Art. Zwar als Flipperkugel. Ach, die Musik geht ins Ohr, ne? Ja, wir fangen einfach mal an und lassen uns überraschen. Ich habe mich darauf gefreut, auf das Spiel. Ich habe es damals schon einmal gesehen, vor einem Jahr oder so. Und dachte, das ist ganz witzig. Hab's aus den Augen verloren. Durch Zufall jetzt gerade im Nintendo Shop gesehen, gar nicht gemerkt, dass es erschienen ist. Perfekt. Für uns, oder? So, Option. Musik lautstärken, Musik mal ein bisschen leiser. Vibration, kann man schon mal Sprache nehmen wir. Deutsch. Oh, Toneffekte, bleiben wir dort. Oh, perfekt. Und los geht's. Mal sehen, was uns erwartet. Okay, los geht's. Trillen wir mal die kleine Kugel. Strand von Mukumana. Du bist der neue Postmeister, den sie geschickt haben. Um mich zu entlasten, oder? Ich bin froh, dass du da bist. Irgendetwas Großes passiert hier und ich möchte lieber nicht hierbleiben. Bevor ich gehe, habe ich hier noch deine erste Aufgabe. Mein altes Postabzeichen. Liefere es an. Nimm den Übersetzer im Dorf. Nimm den Übersetzer, mein Gott. Der Island Express ist jetzt deine Pflicht, also gehe sicher, dass du das Abzeichen an Nimm auslieferst, sonst gerätst du in Schwierigkeiten. Das ist alles von mir. Auf Wiedersehen, viel Glück und kümmere dich gut um den Island Express. Oh, da fliegt er mal davon. Okay, wollen wir es singen? Du hast das alte Postmeisterabzeichen. Du musst es Nimm dem Übersetzer geben. Oh, der scheint ein bisschen ab vom Schuss zu sein. Dort oben, bring das Postzeichen zu nehmen. Okay. Das ist wie so ein alter Mistkäfer, der seine Kackkugel rollt, oder? Ein bisschen? So, ich kann hier nichts weiter machen. Oh, hier, pass auf. Inselkarte, eine Karte der Insel Mukumana. Drücke X, um sie aufzurufen. Ah, okay. Und hier noch? Ah, das ist mein Inventar hier, ne? Ach, das. Guck mal, hier unten kann man schon einen Flipper sehen. Den benutze ich. Ah, perfekt. Ah, guck mal, was einsammeln. Okay, das sind ein Flipper. Testen wir mal. Aber wir gehen erstmal hier runter, würde ich sagen. Hui! Oh, perfekt. Hui! Oh. Geht auch mehr. Komme ich noch nicht rein, das heißt, 30 Apfelsinen muss ich sammeln, um da reinzukommen. Okay. Oh. Alter, habe ich mich erschreckt. Was glaubst du, wo du hingehst, Postmeister? Das ist mein Teich. Wenn du ihn überqueren willst, musst du die Gebühr bezahlen. Oh Gott. Weißt du, was ich haben möchte? Wächst hoch oben bei den Klippen. Saftige Buchtpilze, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an sie denke. Wie auch immer, besorge mir einen großen. Dann lasse ich dich den Teich überqueren. Okay. Das sind Pilze. Aber wir decken so nach und nach die Karte auf. Na gut, dann müssen wir in die andere Richtung. Okay, warte mal. Du kommst nicht herüber, bis du mir einen dieser Buchtpilze besorgt hast. Ja, 30 haben wir, können wir aufmachen. Ach, guck mal. Perfekt. Oh. Das ist wie so ein geiler Flipper.
Bisschen oldschool, aber cool. Oh, nein. Hoch. Noch einen. So. Davon auch nochmal drei. Ach, guck mal. So. Super. Sind wir alle ein hier. Oh, und ich will auch noch. Na gut. Dann gehen wir da auf die andere Seite rüber. Oh nein, okay. Macht nichts. So. Jetzt da links. Ach, guck mal. Ach, kann man wieder runterschießen, okay. Oh nein, nicht zurück. Nein, ich wollte nicht zurück, scheiße. Na, mach nichts. Wieder zurück. Guck mal, erstmal hier links rollen. Was ist das denn hier? Psst. Oh, da schläft einer. Was brauchen wir hier? 30 Stück? Können wir auch machen. Hier. Was ist das? Ein Trillerfall? Was ist das? Du hast das! Du hast den Lärmmacher! Es ist kein Posthorn, aber es wird schon reichen. Drücke A, um mit einem Horn aufmerksam zu erregen. Haha! Er ist ein Gelsen. Ach, guck mal, können wir so machen. Okay. Ach, guck mal, den können wir wecken hier. Ich komme gerne hierher, um nach Pilzen zu suchen. Das ist ein toller Ort, um Pilze zu sammeln. Aber du musst vorsichtig sein. Giftpilze wachsen gern in der Nähe der Buchtpilze. Ein einziger Bissen genügt, um jemanden tagelang das Licht auszuknipsen. Wenn du trotzdem ein paar Pilze sammeln willst, empfehle ich die Klippen an der Ostseite. Dort wachsen die saftigsten. Vielleicht sollten wir den Typen da unten Giftpilze geben. Ist er weg? Was haltet ihr davon? Oh, warte mal. Okay. Das machen wir. Wir sammeln einfach Giftpilze. Stirbt er? Ja. War nicht so schlecht, ne? Oder? Die kann man auch abholen. Was kann er hier? Ach, guck mal, wie süß. Guckt er da rein. Ach, jetzt kann ich alles sehen. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Haben wir dann ein paar Dinge eingesammelt. Weiß ich. Oh, jetzt geht's ab. Was ist das denn? Ach, guck mal, das wird so ein Pilz sein, den wir brauchen, ne? Okay, guck mal, wo wir hochkommen. Oh, ne. Oh. Ist kaputt, ne? Ja. Nein. Scheiße, ich kann nicht anhalten in der Luft. Blöd. Oh, jetzt geht's aber rund. Da jetzt. Gut. So, so einen Pilz wollen wir mithaben. Saftiger Buchtpilz. Du hast einen saftigen Buchtpilz. Lecker. Und was ist das hier? Du hast einen Giftpilz. Wer ihn isst? Gehen wir beide mit. Clever. Warte mal, lass noch nicht aufgehen. Und dann? Nee. Oh nein. Na egal. Mal hoch. Und dann? Da siehst du. Das, irgendwie muss man doch fliegen. Ich bin schon gewundert. Oh nein. Warte. Ah, wollte noch einmal hier. Das läuft richtig rund, das Spiel, muss ich sagen. Bin ich zufrieden. Wir müssen ja wieder runter zu ihm.
Na komm, müssen wir kaputt kriegen. Oh, jetzt haben wir, hier ordentlich Bonus-Sachen gemacht. Machen wir alles und runter. Wieder raus. Achso, warte. Ja, hier links wieder zurückzukommen. Hier passiert gar nichts. Nee. Ja. In die Richtung, ne? Ich muss ja irgendwo jetzt einmal ins Jetzt mehr. Da links, genau. Ich muss auch erstmal den Weg wiederfinden. Auch gar nicht so leicht. Das muss ja hier unten irgendwo sein, der gute Mann. So, Hallöchen. Oh, was ist dieser köstliche Duft? Rieche ich da etwa einen Buchtpilz? Mach schon, gib ihn, dann lasse ich dich vorbei. Was geben wir ihnen? Buchtpilz oder Giftpilz? Wir geben ihnen einfach einen Giftpilz. Ah, dieser Buchtpilz schmeckt komisch. Oh, komm, ich kann noch schwimmen. Super. Blödes Viech. So, wie viel brauchen wir hier? 30 Stück. Du hast einen Weidling gefunden. Glück kommt zu denen, die eine Menge von ihnen sammeln. Okay. Ah, okay, dann müssen wir 3 Stück von haben, um diese Tür zu öffnen. Hier ist noch einer. Ah, fehlt noch einer. Da! War jetzt nicht so schwer versteckt. So, die Tür geht auf. Und wir können zurück. Ah, okay. Da unten war so eine Schatztruhe. Krieg ich die auch irgendwie noch? Nicht, wenn ich hier längs gehe, glaube ich. Wie kommt man da runter zu dieser Schatztruhe? Das würde mich mal kurz interessieren. Wie gesehen gerade eben? Ich habe so eine riesen Schatztruhe da unten. Und hier vielleicht längs? Kann tauchen? Nee. Kann man nicht. Na gut, dann kommen wir eben jetzt noch nicht dahin. Also mal gucken, wie wir da hinkommen. Erstmal gehen wir erstmal weiter. Gibt es auch einen komplett anderen Weg, den man gehen muss? Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Hi. Hey, Weidling. Will ich mithaben? Da haben wir 2 davon. Hä? Bienenlinie. Okay, ich kann nicht tauchen, gar nichts. So, rüber komme ich jetzt nicht einfach so. Nee. Runter? Also tauchen kann ich nicht. Nee. Na gut. Dann müssen wir noch einen anderen Weg gehen. Schatztruhe. Du hast einen Geldbeutel-Upgrade bekommen. Jetzt passen 150 Früchte rein. Super. Guck mal, da haben wir. Was können die denn? Ah, okay. Jo, warte, mit den Häschen schreien auch mal. Hey Käfer, hilf uns mal. In unserem Nest sind jede Menge Huslinge. Bitte beseitige sie, dann geben wir dir etwas Schönes. Okay, weil ihr es seid. Okay, müssen wir von unten beseitigen. Einfach muss er irgendwie
müssen wir die Dinger einsammeln, ne? So, einen haben wir. Okay. Zweiten. Den dritten. Den auch noch. Oh nein, 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 nein. Okay, dann verlieren wir Früchte, wenn wir da reinknallen. Das ist gut zu wissen. Eieiei. So. Musik ist cool, oder? Ich meine, ich weiß nicht, für die Musik auf ein Highlight. So, Tür ist auf. Mal direkt da durch. Bam, bam, bam. Ruslinge weg. Okay, die liegen jetzt alle bei mir. Ich hoffe, die rollen noch woanders hin. Hey, da waren ja ein paar nur drin. Ich würde sagen, so 100 Millionen Stück. Okay. Geht ab. Das war doch mal cool gemacht. Cool, sah das denn alles aus, bitte da. So. Toll gemacht! Danke, dass du die Ruslinge beseitigt hast. Die sind jetzt nicht mehr unser Problem. Okay. Danke. Jetzt gehen wir da durch vielleicht. Kleine Biene. Ark, endlich! Ich war viel zu lange in diesem muffigen alten Topf eingesperrt. Mein Name ist Rücktreter. Ich bin neu hier. Ich schätze, ich schulde dir etwas, weil du mich herausgelassen hast. Also hör zu. Ich halte diese Dornen von dir fern und helfe dir auf den Turm. Das ist der einzige Weg, wenn du das Dorf erreichen möchtest. Na super. Bin nett von dir. Warte mal, hier war noch irgendwie ein Schloss. Kann ich einfach mal? Nee, komm in die rein. Okay. Kann ich unten längs krabbeln? Ach so, es ist nur so ein... Okay. Gut, dann müssen wir versuchen, da längs zu kommen. Ah, okay, so hilft's mir. Okay. Dann nette, hilfsbereite Biene. Ach, sie lüftet... Ach, guck mal. Da müssen wir uns das mal angucken, erstmal, was da unten ist. Hey, wir sind ein ziemlich gutes Team. Ich glaube, ich bleibe noch etwas länger und helfe dir. Ja, helf mir mal. Ich muss einmal hier runter, weil hier ist was Cooles, habe ich gesehen. Ach nee, ist doch nichts Cooles. Ich komme da nur ein höher, muss ich das. Andere kann ich ja überspringen. Na gut. Ist ja auch nicht verkehrt. Rücktreter hat sich dir angeschlossen. Rücktreter erscheint nur zufällig. Nun zufällig im Blasen und blockiert dornige Gruben. Das ist doch gut. Danke, Rücktreter. Großer Totemturm. Okay. 80 davon haben wir nicht, ne? Leider. Müssen wir erst noch ein bisschen was sammeln. Das ist cool gemacht. Das ist ein Flipper und gleichzeitig ein Jump'n'Run und ein cooles, coole Geschichte hinter. Also es ist echt mal was ganz Neues. Also ich hab das... Oh nein. Ich hab sowas noch nicht gesehen, muss ich zugeben, vorher. Wirklich nicht, hab ich wirklich noch nicht vorgesehen. Oh Mist. Oh, irgendwie das Ding da oben erwischen. Wem kriege ich diesen einen hier denn nicht? Ah. Soll möglich sein, dass ich ihn auch erwische. Ich kriege ich. Wieso kriege ich den deinen Kumpel da nicht? Mist. Jetzt! So, jetzt kommen wir endlich durch.
komm. Sehr gut. 90 haben wir jetzt. Eieiei, da ist aber ein kleiner Weg nach oben. Das kriegen wir hin, oder? Oh. Ein Dorf und Gulamo. Danke. Okay, wir werden mal hier rüber gehen. Der Speicherpunkt. Okay. Was ist hier denn hier? Hey, pass auf, du bist in meinem Weg. Die Entsafterei gehört der Schädelbande. Wir stellen den reinsten Kokossaft der Mukumana her. Entsaften ist harte Arbeit, nichts für Anfänger. Also bleib zurück, bevor du dir wehtust. Kann ich einfach durchlaufen? Nee, kann ich nicht. Muss mir erst deren Respekt verdienen wahrscheinlich. Okay, so komme ich ein bisschen höher jedenfalls. Ey! Okay. Oh nein! Nein! Ganz Weg wieder runter. Blöd. Okay. Ah! War noch ein Brück kaputt, das habe ich gesehen. Na okay, jetzt müssen wir mal von unten ganz da wieder hin. Okay, ich bin schon runter, oder? Nein! Nein! Geh nach unten. Gibt's doch gar nicht. Ah, endlich. Eieiei, gar nicht so leicht, erstmal oben reinzukommen. Ich glaube, wir sind jetzt im Dorf. Wie kommen wir denn? Ah, warte, ich weiß wie. Oh nein! 200 Früchte können wir jetzt sammeln, okay. Oh nein, ich wollte hoch zu ihm. Komm ich da nicht hoch? Schmackes! Nee, schaffe ich nicht. Mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwas gibt. Nee, wir gehen erstmal hoch zum Postboten, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann wissen wir jedenfalls, was unsere nächste Aufgabe ist, wenn es eine nächste Aufgabe gibt. So. Hier ist das Dorf. Oh, warte, hier. Nur 10 Stück abgeben, so viele haben wir leider nicht. Wie viele haben wir? 3, also gar nichts, ne? Was tun da? Hängst du da ein bisschen rum? Was ist das? Du hast ein Postabzeichen. Da bist du garantiert der neue Postmeister. Ich bin Nim, der Übersetzer. Und meine Pflicht ist es, die Leute auf der Insel Mukumana zu leiten. Das Nim also, das Gute ist ein Treffen. Ich würde dir die Hand geben, aber ich habe momentan alle Hände voll zu tun. Es ist sehr gut, dass du da bist. Mukuma wurde vom Gottmörder angegriffen. Mukuma ist das Herzblut unserer Insel. Oh, er hier. Och man, der Arme. Wenn wir Mukuma verlieren, alles zusammen. Am Angriff heute Morgen wurde Mukuma mit dem Zeichen des Gottmörders gebrandmarkt. Es geschah alles so schnell. Es war ein verschwommener Schatten aus gelben Zehen und Klauen. Das Zeichen pulsiert mit etwas Bösen und es scheint die Kraft aus dem Ältesten zu saugen. Ich weiß, du hast noch keine Zeit gehabt, dich einzuleben. Doch das ist dringend. Ich muss dich sofort losschicken. Halte das Postabzeichen ruhig. Du brauchst es nur, da du offiziell für die Insel arbeitest.
Diese Briefe müssen an die drei Häuptlinge Mokunamas hergestellt werden. Es braucht vielleicht etwas Überzeugungsarbeit, um sie hierher zu bringen, aber diese Aufgabe ist immens wichtig. Wir werden all ihre Kräfte benötigen, um das böse Siegel zu brechen, um Mokuma zu retten. Die Häuptlinge leben auf der ganzen Insel verteilt. Du sollst mit Spina auf dem Marktberg beginnen. Du kommst dorthin, wenn du den großen Wasserfall überquerst. Jetzt zeig mal, wo es ist. Ist doch nur eine kleine Insel hier. Ach, guck mal, da sind die drei Götter. Gut. Hallo, mal wieder, Postmeister. Die Häuptlinge leben auf der... Okay. Ja, super. Ich weiß nicht, wie ihr es fandet bis jetzt. Ich finde es sehr, sehr witzig und man kann hier wirklich sehr viel machen. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir das nächste Mal nochmal loslegen. Freue mich. Mir macht Spaß. Bis dahin. Tschüss.